Immer noch nicht. Ich flippe aus. Doch, jetzt ist es auch da. Samstag, aber... Aber kein Bild. Einen wunderschönen guten Abend, alle Menschen da draußen. Kein Bild, jetzt sind wir da. Jetzt Hallo! Eine Wurfschule ohne Probleme wird es nie geben. Aber da müssen wir hier auch mal gucken. Hier so. Ist überall Ton. Haben wir jetzt einen Sound? Ist irgendeiner von euch da draußen zufällig Tontechniker? Ich muss das hier alles ausmachen, jetzt hören wir uns die ganze Zeit selber. Oh, Mann, ey, unglaublich. Ja, wäre nochmal, wenn alles funktioniert. So. Ja, gut, das haben wir ja selber geschrieben, das ist gut. Hm? So. Jetzt, also, theoretisch. Wir schreiben auch selber LOL, also wir haben ganz viel selber geschrieben, sehe ich gerade. Sehr interessant. Mhm. Was geht ab? Was ist leider schon da? Hallo schön. Guck mal rüber. Ich weiß, das ist jetzt total unprofessionell von mir. Aber? So? Aber ich habe jetzt so hier hart dran gearbeitet, dass ich vergessen habe, gerade auf Toilette zu gehen. Ich muss so gerade Pipi machen. Ja, ich bin gespannt. Lass bei dir mal gehen. Ja, ich denke mal, oder? Ja. Habt ihr uns denn schon ein bisschen vermisst? Bei mir mussten ja schon wieder ausfallen lassen einmal. Wir haben das nicht einmal ausfallen lassen, sondern fast dreimal. Nein, wir machen ja nur jede zweite Woche, deswegen hat er einmal ausfallen lassen. Ja, nach dem Sommerfest war nichts mehr. Ja. Nee. Aber nicht schlimm. Oder? Doch, einmal hatten wir ihn am Sommerfest. Also zweimal haben wir jetzt Flitze gelassen. Ja. Wir hatten einmal die Wurfshow gemacht, die war dann nicht im Rhythmus. Im All-Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, aber wir haben keinen richtigen Rhythmus. Ist doch, wir sind jetzt da. Ja, sonst wäre man nicht Wurf, wenn wir das nicht so machen würden. Ne? Wir sind ja jetzt da. Jetzt sind wir ja hier. Aber wir haben tatsächlich nichts zu trinken. Weil sonst kann ich jetzt starten. Oh, ich muss mal hier rüber gehen. Mhm. Der eine muss auf den Topf, der andere hat sowas. Und hier stehe ich dann. Gell. Ich mache heute mal alleine die Moderation des Abends. Während da hinten was zu trinken geholt wird, hoffentlich. Jawohl. Mein HR3, wisst ihr schon, wann der Signatory Mordlach abholbar ist? Der Signatory Mordlach? Wer weiß was von einem Signatory Mordlach? Ich. Ah, der kann gleich mehr sagen. Der Getränkeholer. Sehr gut. Hallo erstmal. Aha. So. Titi Hacki ist wieder am Laufen. Was? Wow, der, ja, genau von dem. Der hat den gefragt. Wer hat den gefragt nach dem Mordlach? Ah, Petra. Also ich muss sagen, ich war noch nicht holen, aber ich denke mal in den nächsten zwei Wochen. Hat Petra den bestellt? Ja. Ah, schön. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, Leute, wir melden uns so schnell wie möglich und dann kriegen wir das schon geregelt, ne? Ja. Petra muss mir schreiben, er geht flotter. Egal. Komm mal. So, was habt ihr hier schon angezogen? So, zum Wohle. Erstmal ein Stößchen. Bier mit Limo, ey. Mhm. Schönen Whisky-Abend, ja. So. Thema des Abends. Wurf? Nee. Ist wieder da. Apple Wurf Tonight. Hat einen ganz speziellen Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, von wo du redest. Den hast du erfunden. Ah, okay, den Apple. Und zwar, wir hatten ja das letzte Mal erzählt, dass ich jedes Mal so einen kleinen Cocktail irgendwie vorstellen will, den wir ab und zu mal haben. Und diesmal ist halt eben der Apple Wurf dran. Der Apple Wurf. Der Name ist übrigens eben entstanden. Der Cocktail auch. Weil er tatsächlich mit Äpfeln zu tun hat und mit Wurf. Mit Wurf, vor allem mit Wurf. Weil es eben hier bei uns gibt. Ich mach einfach mal. Du machst einfach mal. Ja, genau. Hier mal ein bisschen mehr. Und ich hätte noch ein bisschen was zu sagen, was die zwei Jungs neben mir wahrscheinlich komplett vergessen haben. Heute wäre eigentlich Sawiski zu Gast. Hast du vergessen, Tom auch? Nein. Ja, nee, ist klar. Haben wir eben auch ganz groß drüber geredet. Sawiski hat leider geschrieben, dass er kurzfristig einen Urlaub gebucht hat. Und noch in Urlaub ist und muss das Ganze jetzt ein bisschen verschieben, ein, zwei Wochen nach hinten. Bedeutet, wir machen einen neuen Termin mit Sawiski und dann kommt er dann gemütlich nach dem Urlaub, braun gebrannt. Und dann ist alles. Und kann er die neuen Releases vorstellen? Genau, kann einfach alles mal schön. Wo sie jetzt rausgebracht haben. Kam da was? Drei Stück. Drei Stück, okay. Eine neue Kurvehebel, eine neue Schwenker.
Oh, das andere habe ich jetzt vergessen. Der hat so einen coolen Namen. Sag mal nochmal Grubbehebel. Grubbehebel. Was ist denn? Ach, ich frage gerade, wie der andere heißt. Ein Grubbenhebel. Das ist, ja, Grubbenhebel. Irgendwie. Boah, mit der Grube. Der Bernd müsste das wissen. Der Bernd V&B. Der Bernd V&B müsste das wissen. Der auf YouTube gerade ist. Ja, mach mal gerade. Artbeck Mojito. Ah, Malzbeißer, genau. War auch noch ein neuer von denen. Also die Sachen, wo ich bis jetzt von denen probiert habe, die sind echt lecker. Super. Sehr schön. Ja, also schöne Raucher waren das. Das war einmal eine Grubehebel und eine Schwenker. Grubehebel schreibt er gerade. Grubehebel. Ja, ist egal. Wir sprechen keinen Dialekt, wenn wir ihn nicht können. Ich habe die tatsächlich nur probiert damals auf der Messe in. Wo war die Messe nochmal? Kolio? Was denn? Die Messe, wo wir waren, wo Sawicki war, wo war die nochmal? Stimmt, Limbo. Oberhausen? Limburg. Nee. Nee, Limburg war das nicht. War Limburg. Nee, das war doch. War das nicht. War das Limburg? Ist doch egal. Ja, in Limburg. Messe in Limburg waren die Jungs gewesen. Das war ziemlich cool, muss sagen. War sehr, sehr nice. Du hast mal Whisky heute mitgebracht, ein High-End? Nee, ich habe heute keinen High-End-Whisky mitgebracht. Nee, hast keine? Nein, da müssen wir jetzt auch nicht wirklich erwähnen. Nee, ist er so unerwähnenswert? Ich weiß nicht, ob der unerwähnenswert ist, aber es ist halt... Kennst du, was ist denn das? Keine Ahnung. Ein Dewars. Dewars, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Blended Scotch. Ein Blended Scotch. Hast du einen Geburtstag gekriegt, hast du gesagt. Ja, und da habe ich gedacht, ich hole mit hier hin. Ich trinke das so daheim nicht. Das ist aber süß ausgedrückt. Ich trinke das so daheim nicht. Jetzt hoffe ich aber für dich, dass derjenige, der dir den geschenkt hat, nicht zuguckt, Cowboy. Ist ja nicht schlimm, aber hier ist er besser aufgehoben. Ja, das stimmt. Ich hebe für dich alles auf. Tom macht jetzt live Whisky. Ja, alles. Aber wir hatten letztes Mal, glaube ich, auch was drunter gestellt. Ja, gut, also mal. Massiert, ja. Ein wenig Chak-Cha und ein bisschen Peng-Peng. Macht er? Ja, ist okay. Letztes Mal war eine Kamera reingestellt. Dann haben die Kerzen vom Heinz jetzt auch einen Sinn, die er gekauft hat. Heinz, sorry. War nicht böse gemeint. Ja. Sieht gut aus auch mit den Kerzen jetzt, ne? Aber guck. Sieht aus wie ein Kerzentier. Also, machen wir mal einen Apple-Wurf. Ne? Ein Apple-Wurf. Ja, jetzt geht es. Ja! Ganz genau. Let's go! Und zwar, ich mache mal hier mal gerade einen Shaker auf. Als erstes kommt rein einen guten Schluck Bourbon. 4 cl pro Glas am besten. Boah, so. Wir können noch 6 bis 8 cl machen. Ja, das ist ja. Wenn die Party früher losgehen soll. Ja, den ersten so, nachher wird sowieso immer mehr bei den anderen. So. Was würde mir ohne den guten alten Jim machen, ne? Ja. Dann. Herr Beam. Apfelsaft. Und zwar 200 ml pro Glas. Jetzt muss ich mal gerade selber gucken, wo ich hier dran bin. Boah, hast du eigentlich einen Becher daher? Ja, der hat mal hinten rumgestanden, ne? 200 pro Glas. 150, Entschuldigung. Das ist auch mehr wie 150. Nee, ist nicht. Da passt doch nicht alles hier drin. Du teilst halt einfach auf. Und ein Schluck Grenadinsirup, aber wirklich einen kleinen Schluck, weil sonst wird es wirklich zu süß. Das war aber auch ein großer. Pro Glas. Oh, der Todi hat neue Fassexperimente fertig. Hey, Todi, grüß dich übrigens. Ja, ja. Nice, dass du dabei bist. Also, dann wird mal hier ein bisschen Shake Wiggle Wiggle gemacht. Sugar die Nuss. Ich hätte da persönlich Bock drauf. Vielleicht hätten wir auch mit Wuff Bock drauf. Keine Ahnung. Kann mal gerade bitte die Schnitz. Ja. Ich muss gerade hier mich konzentrieren. Beim Schütteln. Und zwar wische ich ganz viele Eiswürfel pro Glas. Umso mehr, umso besser. Und dann das Ganze einfach nur... Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, das passt aber. Hast du gut hingekriegt. Ja, tut mir leid. Wie immer, ne? Ja, tut mir leid. Kleiner ist. Nee, tut mir jetzt wirklich leid. Schumm nicht. Ja, ich schäme mich auch ein bisschen. Wirklich. So. Cool. Dann zum Garnieren noch eine Apfelscheibe rein. Oh, geil. Oh, ja, ein Äpfelchen. Wo haben wir denn den her? Ein Strohhalm. Und fertig ist der Apfelwurf. Also wie gesagt, wenn man auf Apfelsaft ein bisschen steht, weil der hat halt wirklich einen ordentlichen Apfelgeschmack dadurch und ist aber sehr erfrischend. Ja. Also ich würde sagen, ich hoffe, euch schmeckt den. Probiert mal.
Prost. Zum Wohl. Also ganz leicht nachzumachen. Einfach ein kleines bisschen Grenadin, Apfelsaft, Bourbon und Eis. Langt. Zum Wohl. Ich finde den echt lecker, ne? Ich finde den erst erfrischend. Ist nicht so süß. Ist nicht so süß, das ist ganz wichtig. Mhm. Und schmeckt nach mehr. Und mit einem Apfel drin, das ist krass. Ja, Vitamine. Ja, das wir ist leben ja gesund. Vortäuschung von Vitaminen. Probiert ihn gerne mal aus. Falls ihr mal ausprobiert habt, könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie ihr ihn euch gefallen hat. Würde mich sehr interessieren. Mal. Ja. Das springen wir nochmal rüber, ein bisschen Platz schaffen. Das ist echt der König des. Und ihr Bier jetzt. Cocktailkönig. Oder hol mal, guck mal, mal hier. So. La, 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 la. So. Das Einzige, was ich noch lernen muss, ist so dieses Mixen, Schütteln und das mit netten Deckel runterfällt. Ja, da würde ich sagen, dann schicke mal dich nach Amerika auf eine Cocktailschule. Nach Amerika? Ja, genau. Schick mich mal dahin, bitte. Aber du bezahlst. Das ist eine gute Idee. Hm? Ja, Toni, ich schreibe dir auf jeden Fall. Weil, hast du gesehen? Toni hat hier ein K.O. Lila Fass-Experiment, neues. Ja. Kalia Sherry CS und Sautern, finde ich. Mhm. Finde ich sehr geil. Und hier ein Cuvée noch. Mit einem Eisberg, finde ich. Wir würden natürlich gerne in der Show bewerten. Du kannst auch zwei Pröbchen schicken. Weiß ja, was das heißt. Und dann, genau. Ja. Dann machen wir mal Fettwerbung. Aber Eiswein, finde ich, ist bestimmt der Knüller. Ja, Eiswein, finde ich, denke ich, auch sehr geil. Ja, wie bei dem Glenfiddich, diese Winterstorm. Winterstorm. Ja. Mhm, genau. Das war auch so ein also Eiswein, ich liebe Eiswein. Und Eiswein ist halt ultra süß, ne? Eine schöne Süße, ja. Das ist wie Sherry. Du bist ja auch so kleine Süßchen. Gell? Ja, ist wie Sherry, ja. Also gerne mal ein Sample schicken und dann wird live verkostet und... Oder gerne mal nochmal mit dem Sample vorbeikommen. Ja, das auch. Oder so. Jederzeit. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Ja. Ist noch nicht fertig. Kommt. Todi, schreibt mir einfach. Gut, das müsst ihr machen. Wieso? Du kannst auch schreiben. Nee, ich bin links. Du bist links. Nee. Was haben wir denn für Neuigkeiten? Was habt ihr denn eigentlich so gemacht die letzten Wochen, wo wir nicht online waren? Habt ihr was zu erzählen? Ich war hier und habe auf euch gewartet. Kam keiner. Nee, jetzt mal, habt ihr viel Whisky getrunken die letzten Wochen? Weil ich habe nämlich zum Beispiel einmal nur getrunken, das war bei dir auf dem Birthday, also von deinem Sohn. Mhm. Und sonst habe ich ultra wenig Whisky getrunken. Wie ist denn bei euch? So privat. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich habe tatsächlich zwischendurch mal einen genascht, muss ich sagen. Ja? Was Neues oder was aus der Bar? Ja, beides. Ah. Aus der Bar, was Neues. Dann war ich zwischenzeitlich bei einem der netten Berts eingeladen. Durfte ich da auch mal ein bisschen rumtesten. Okay. Und ja. Schön. Was gab es denn da? So. Was dir gar nicht so gefallen würde, gab verschiedenste ältere Blends. Ah, ja. Du bist ja nicht so der Blend-Man, aber es waren wirklich sehr, sehr gute Sachen dabei, muss ich sagen. Ja? Ja. Und ja, was noch alles, es waren wirklich ein paar sehr gute, auch alte Sachen dabei. Irgendwas, aber wo du sagst. Aber ich weiß nicht mehr alles so ganz genau. Ja, okay. Hat schon so gelohnt, war wirklich ein schöner Abend. Okay. Ja, glaub ich. Ja. Bei welchem Bert warst du? Beim Bert. Beim Oberbert. Beim beim Chefbert. Ja. Schön. Und du? Und du? So? Hast du in den letzten Wochen... Ja, beim Bert mal so ein Treffen mit Bert hatte mal. Jetzt nur mit Simon und mit Herbert. Am Wochenende war Hochzeit von Simon gewesen. Da hat ein bisschen gekracht. Der hat ja geheiratet. Gab da auch viel Whisky? Nee, es gab nur 4 Flaschen. Nur 4 Flaschen? Und die sind irgendwie vernichtet. Sehr gut. Davon. Ja, sie... Das ist auch gemacht. War ein 10er Springer. Karl Jela da von Massen, der war, da hatte man dabei. Der 12er. Ja, der 12er, der 8 Jahre oder 10 Jahre alte. Davor wurde wo die extra Abfüllung war von Gordon McPhail. Ah, der. Ja. Dann hatte man, jetzt muss ich echt überlegen. An, in Ben Roma 100 Proof. Nein. Der 100 Proof? Weiß Bescheid. Der ist lecker, ja. Das war eigentlich, ja. Und sonst halt mal abends habe ich mal zwischendurch mal in Lawrenceburg getrunken, mein Bourbon und aber mehr jetzt Standard. Aber ihr trinkt schon auch über die Woche
abends mal Whiskys? Weniger, also ich sag mal von jetzt mal von Montag bis Freitag vielleicht ein, zweimal maximal. Okay. Dann aber auch nur einen kleinen Tram, so 2 cl, maximal 4 cl. Das ist einfach nur für mal so. Bei mir ist auch so wie entspannen. Ja. Wenn du heimkommst oder gerade wenn ich am Koche bin, dann trinke ich rein. Und komischerweise manchmal mittwochs. Mittwochs? Ja. Ja. Das ist bei mir auch so. Ja, mittwochs kriege ich immer Gims. Ja. Oh Mann. Aber egal. Ah, lecker. Ja, schön. Wir haben heute auch irgendwie, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Themen gehabt. Ja. Gut, da liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir schon so lange nicht mehr online waren. Womit sollen wir anfangen? Hier, finde ich ganz gut. Besser am Anfang wäre gut. Am Anfang. Mhm. Pass auf, ich blende mal ein, mal gucken, ob das funktioniert. Ah ja. Ja, sieht auch gut aus. Genau. Sound ist auch da. Der Bono, oder wie du ihn gerne nennst, Bodo. Ich verstehe, ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass der anders heißt, ne? Von YouTube, der ich weiß, Singer, Bono, Bono. Ja. Bono! Ja. Okay, Bono. Bono. Ja, Bono. Bono ist korrekt. Ich habe sogar auf jeden Fall, der will 50 Millionen investieren für eine neue Destillerie in Irland. Ja. Er hat es. Soll er machen, gell? Aber mit 50 Millionen kriegt man schon eine ordentliche Destillerie. Also das ist jetzt kein. Meinst du? Kleine 15. Ja, 50 Millionen ist schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was so eine Distillerie kostet. Ja, doch, da kriegst du schon mal hin. Aber ich denke, es heißt, er will 50 Millionen investieren. Ich denke schon, dass da noch andere mit drin hängen. Vielleicht will er irischen Whisky ein bisschen hypen, damit der mal ein bisschen hochkommt. Ich glaube, der ist ganz gut. Ja gut, lass mal hier die von McAllen, die brandneue, das Riesenschlachtschiff, da hat 100 das hat Millionen Mary gekostet. 50 ja, Millionen 100 gekostet. Und da kriegst du für 50 kriegst du eine gute Distillerie. Meinst du? Ja. Wo will das ganze Geld hinfließen? Ich kann dir nicht sagen, ich weiß nicht. Ich bin. Ja. Gut, du musst auch mal rechnen, wenn du jetzt eine neue Distille machst, musst du ja erstmal brennen und dann musst du ja mal mindestens 3 Jahre warten, bis du überhaupt mal was machst, abfüllen kannst. Ja. So, ja, wenn du dann mal aber 50 Millionen ist, also, was denkt ihr denn? Ist 50 Millionen viel für eine neue Öffnung von einer Distillerie? Ja, Pfund oder Euro? Keine Ahnung. Das wäre jetzt auch noch. Irland, Euro. Ja, oder Pfund. Ich würde eher Euro sagen. Aber denkt ihr, ist das viel? Euro-Pfund. Euro-Pfund? für eine neue Destille zu eröffnen? Oder denkt ihr, also ich da sag, fehlen, man kriegt da damit schon ein ordentliches Teil dahingestellt. Ja? Ja. Aber guck mal, Port Ellen soll ja auch wieder angeblich aufmachen. Ich glaube, jetzt hätte die da 50 Millionen brauche für. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie eine Destille aufgemacht. Ich kann das gar nicht einschätzen. Das wäre aber. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ja, das Problem ist wirklich nicht das Investieren. Es hieß ja auch, sorry, dass ich unterbreche, wir hatten ja hier öfters mal Videos und dann gibt es ja Fässer, wo allein ein fast 1 Million kostet. Mhm. Gefüllt natürlich dann. Aber ich kann es halt nicht einschätzen. Ja, aber wenn du mal guckst, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dieses, wenn du jetzt nur das Gebäude mal holst, so das Gebäude, das ganze rundherum, sag ich mal, anderthalb Millionen hast du. Erstmal Grundstück. So, erstmal Boden, Land. Das ist wahrscheinlich auf irgendeinem Land im Prinzip, ein bisschen weiter außerhalb, das kostet nicht die Welt. Das kann ein Normalsterblicher auch einfach kaufen. Ja. So, dann wird eine Destillerie da draufgestellt, sage ich mal, das Gebäude, lass das mal 1,5 Millionen kosten. Mehr ist das, viel mehr ist das nicht, sage ich mal, an Mauerwerk, an Kram. Dann kommt allerdings der Inhalt. Dann kommt die Brennblasen, dann die ganzen Verläufe, die Wasserrohre, die ganze Zubehör. Das wird halt einiges kosten. Dann die ganzen Genehmigungen, Angestellte, alles, was du rundherum brauchst, wird ein bisschen was kosten. Und dann halt eben Fässer, Abfüllungen, Marketing. Wobei ich denke, dass wirklich ein Großteil davon, sag ich mal, mindestens 10 Millionen nur in Marketing reinfließen muss, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Aber 50 Millionen kriegt man schon was Gutes eingestellt. Ja, gut, lass uns überraschen, würde ich sagen, oder? Ich sage jetzt nicht, das stimmt nicht, aber so aus dem Bauch raus ist schwierig. Wie gesagt, ich könnte 50 Millionen gebrauchen. Aber hier, wie den Sloboda anschreibt, klar, die Fässer ist halt natürlich auch ein Au, wenn je nachdem, welche Fässer die holen. Geht das natürlich schnell nach oben. Ja, ist auch wurscht. Komm, mal lass uns überraschen, was er da macht, was da passiert, ob aber das halt ist. Komisch irgendwie, dass ganz viele so einsteigen, weil Metallica ist ja so mit eingestiegen, da jetzt ganz neu und andere Sänger, die da irgendwie investiert haben. YouTube machen wahrscheinlich Musik nur noch aus Hobby, die sind alle Millionäre.
Und die, sonst wird ihr keine 5 Millionen investieren. Die sind halt jetzt auch, guck mal, die sind ja alle schon alt. Ja. YouTube, die sind alt, die können jetzt ihren Hobbys nachgehen. Und wahrscheinlich ist ein Bono sein Hobby Whisky. Ja. Und dann hat ja auch Spaß dran. Finde ich ja aber gut. Aber dann kann man ja auch Whisky sammeln. Wo macht man eigentlich? Ja, gut. Kommt eine With or Without You. Aber wie wir jetzt an den nächsten News sehen. Oder eine Rather and Hum. Wie wir jetzt an den nächsten News sehen. Ja. Fand hier, Stichwort, oder? Das war wieder. Da? Ja. Zack. Ballern tatsächlich überall neue Destillerien aus dem Boden. Genauso wie jetzt hier. Gordon MacPhail, die planen auch eine neue Destillerie. Und zwar in den Highlands, eine Highland-Destillerie. Gordon MacPhail will eine Destillerie bauen. Ja. Okay. Den, ja, beziehungsweise Gordon MacPhail, eine Tochterfirma von denen. Den gehört auch schon Ben Roma. Ja, ja, ja. Und die werden auch in den Highlands jetzt eine neue Destillerie eröffnen. Oder planen sie zumindest. Und so ist überall schießen Destillerien raus. Ich weiß nicht, ob der Markt übersättigt ist irgendwann. Also mein großer Angst... Es gab ja Zeiten, wo es wesentlich mehr gab als heute. In den 80ern. Aber das ist ganz oft auch zusammengebrochen nochmal. In den 80ern ist auch alles zusammengekracht. Und so wie Port Ellen und so, die sind alle verschwunden. Jetzt ist der Hype da. Die Kundschaft ist da. Hat durchgekauft wie... gestört, sage ich mal. Auch gerade die... Aber also... Von meinem Gefühl her hat das auch schon so dieser extreme Hype, der kurzzeitig war, hat schon ein bisschen nachgelassen. Ja, der hat schon nachgelassen. Aber wenn du jetzt siehst, wie es zum Beispiel Signatory ist ja im Moment unwahrscheinlich am Raushauen. Ja. Junge Sachen, so 18 Jahre alt, wirklich raus, raus, raus. Die dann auch noch, stelle was finde ich, nicht gut sind. Mhm. Die könnte vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre länger am Fass bleiben. Warum? Weil die Nachfrage da ist. Ja. Weil die Leute einfach kaufen. Ja. Ja. Und, das Problem ist, wie gesagt, mir selber kriegen das ja wenig mit, weil der deutsche Markt ist ja noch der kleine Markt eigentlich. Ne? Wenn man jetzt mal rundherum guckt, was da also passiert. Also die Japaner, ist die Japaner zu sagen, zum, ne? Zum Beispiel, ich weiß, jetzt hat von der Abfüllerei, hier, also eine Abfüllerei vom Vertrieb hier in Deutschland, da kommen die Japaner, die sagen, ich hätte gerne 10 Paletten, die pumpen die Flaschen drauf, bis das Ding voll ist, koste was es wolle, scheißegal, dann ist das Zeug weg. Und da sind wirklich ab und zu echt richtig, richtig, richtig geile Teile dabei, die komplett dann hier so an Europa vorübergehen. Das ist schon ein Chart. Aber das ist ganz viel. Was meinst du, was alles nach Indien geht oder so was in die anderen Großmärkte? England oder so. Nicht England, Quatsch. Was wir hier noch viel sehen, ist Amerika, Frankreich ist noch, sage ich mal, in unserer Region eigentlich so der größte Markt. Ja gut, dann wie gesagt, klar, Amerika und Indien. Japan, also Asien an sich komplett genannt, ist ein guter Markt. Egal. Bei YouTube schreibt gerade der Slobo, ich sehe in 10 Jahren eine Riesenschwemme von mittelmäßigen Whiskys. Ja. Ja. Bin ich auch definitiv überzeugt von. Ich glaub, das ist ja, wie ich gerade gesagt habe, das ist wie Signatory jetzt die 8-Jährigen daraus bollert wie bekloppt. So, ich meine, die sind preislich top. Ne, ja. Liegen also zwischen, ich sag mal einfach zwischen 40 und 60 Euro. Ja. Ja, ist okay. Ist jetzt aber auch war das jetzt einer dabei, den ich super fand. Und da waren zum Beispiel das K.O. Elas dabei, wo ich jetzt persönlich sage, also. Brauchst du nicht unbedingt. Nee, die brauchst du nicht zu kaufen, ne, weil die einfach nichts sind. Und er reift dir in der Flasche nicht nach. Ne? Er bleibt, er schmeckt ja in 10 Jahren. Aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, die Diskussion hat doch mit Herbert gehabt. Dass egal, was jetzt rauskommt, in 10, 20 Jahren wird genauso wie heute gesagt, oh, der Whisky früher, der war so geil gewesen, im Gegensatz zu heute denn. Ja gut, du musst ja davon... Das wird in 20 Jahren kommen. Genauso wie man heute wirst sagt, wirst du in 20, von früher, in den 80ern war toll. Ja, wirst du in 20 dann, Jahren noch die Gelegenheit haben, zum Beispiel einen Whisky aus den 60ern zu trinken oder beziehungsweise kannst dir das überhaupt weiß nicht leisten. Aber das ist ja wirklich immer so gewesen. War ja immer schon so gewesen. Genauso die Leute in den 80ern, 70ern, die haben gesagt, oh, der Whisky aus der Vorkriegszeit, das war der Wahnsinn gewesen. Ne? Das genau ist aber so. Immer und so. Es ist immer so, dass der alte Whisky, klar, in 20 Jahren wird natürlich der von der Vorkriegszeit, den du nie wieder kaufen kannst, weil der 100.000 kostet die Flasche. Wenn wir da noch hier die ein paar Wahnsinn stehen haben in 20 aber, Jahren von den hier, dann... Aber ich gehe davon aus, hier, wenn man in 20 Jahren hingeht, pass mal auf, und hier ganz normal kriegst du jetzt noch zu kaufen, hier so ein Springbank 21 Single Cask oder sowas, gell? In 20 Jahren dahin stellst du dann sagen die, oh, das war von früher, das war der Knaller oder sowas. Was gibt es dir heute nicht mehr? Genauso wie man heute sagt. Ja, das anders ist jetzt ein bisschen anders. Das Problem ist ja, dass durch diese Massenproduktion, das ist ja noch Massenproduktion, ne? Das ist ja nur noch abfertigen, gucken,
Aber nach dem alten. Nee, nicht nach dem alten. Jeder ich find, sagt auch, das ist ja auch geschmacklich anders. Das ist ja auch so, gell? Der Geschmack früher war alles besser. Nee, das ist doch so dieser Standard. Nee, früher war nicht alles besser. Früher ist das anders gemacht worden. Was sagt ihr dazu? Ja, aber das ist doch oft so, dass das immer gesagt wird: oh, weißt du noch damals? Oder mit der Musik. Früher, weißt du, zack. Ja, was heißt früher? Ich höre auch noch gern alte Mucke, aber ich höre auch gern neue. Aber wie lange hat es gedauert, bis du neue gehört hast? Oh, ich hau dir gleich auf die Bank. No. Ja. Aber ich finde es halt wirklich in ganz allen Sparten so. Ist es halt immer so, ne? Klar, wenn ich jetzt wirklich so einen alten Whisky trinke, der ist tatsächlich, der schmeckt auch besser, der hat auch was irgendwie anderes. Aber das wird in 20 Jahren auch nochmal so sein. Ja, und dass man dann sagt, der heutige, so einfach weil der Whisky ändert sich, der Geschmack ändert sich, alles ändert sich mit der Zeit. Die Fässer. Die Fässer ändern sich. Jetzt dazu habe ich ein cooles Thema, neues. Früher war nicht alles besser, das stimmt so. Ja, der Flintrona 15 Revival, wo wir jetzt gerade beim Thema sind. Ja, das ganz war auch genau. Geil, da habe ich schon ganz viele gehört. Da kam der erste Spruch, jetzt bringt Flintrona den 15er wieder, bin ich mal gespannt, der schmeckt bestimmt scheiße. Da habe ich gesagt, wie kannst du jetzt sagen, dass der scheiße ist? Du hast ihn ja noch gar nicht probiert. Ja. Das heißt, du musst es mal probieren. Der 15er ist... Der 15er war geil. Gar keine Frage. Ja. Aber trotzdem, die haben, weil ich eher denke, der Kronach hat den Markt nicht mehr bedienen können mit dem 15er. Mhm. Da haben die gesagt, so, wir müssen jetzt warten. So, jetzt haben die wahrscheinlich genug. Und ich glaube nicht, dass die jetzt qualitativ anders sein werden. Also glaube ich eigentlich immer nicht. Sehr gut. Ich sag jetzt, erinnert euch, also man kann ja nach bevor die Video nachgucken, der 15er Revival, der neue, kriegt bei Whisky-Liebhabern keine Chance. Alle werden sagen, oh, der alte war aber besser. Ja? Ja. Ohne ihn probiert zu haben gut, und so weiter. Der ohne Punkt das, ist halt, keine Chance. Der Punkt ist halt auch, dass der alte halt verdammt gut ist. Ja, ja aber der neue wird keine Chance kriegen. Der erste, der probiert, sagt und so weiter, oh, ist der gut, aber der alte war besser. Wenn du nebeneinander stellen würdest, wären nicht mehr sicher, aber... Wisst ihr, was wir machen? Hm? Wenn der neue 15er da ist, dann holen wir einen alte 15er und den neuen verkosten wir den live und dann können wir direkt entscheiden, ist er gut oder aber nicht? Aber machen Blind Tasting dann. Ja. Wir stellen beide hin, ohne zu wissen, welcher ist. Genau. Und dann entscheiden wir. Das Problem, was ich da sehe, ist, dass der neue anders sein wird. Ja. Ich weil der neue, der ist aus PX und Oloroso Fässern und der alte ist nur aus Oloroso Fässern gewesen. Das ist halt ein Unterschied, den man eventuell dann tatsächlich rausschmeckt. Ne? Ja, gut, das heißt aber nicht, dass er schlechter ist. Nee, weil, natürlich nicht. Nein, aber ich sage nur. Ich freue mich sogar darauf. Das ist wie ganz viel, wie beim Artback Urgedal, wo ganz viele sagen: Och, der alte früher, der war doch so viel besser als der von der 2018er oder sowas. Das sind aber alles nur Nuancen. Ich hab jetzt schon viele Urgis getrunken. Aber wann wird denn mal gesagt und so weiter: Oh, der neue, der hat mir jetzt richtig gut gefallen, den fand ich besser als der alte? Das sagt doch kein Mensch. Warum? Doch, weil irgendwie doch. So fest ist. Ich hatte, weil man ich hatte jetzt so einen Fall gehabt. Früher war alles besser. Das ist dieser dumme Standard. Nein, ich hatte jetzt so einen Fall gehabt. Ein 10er Talisca zum Beispiel. Der hat mir nie geschmeckt. Da habe ich immer gedacht, Und dann war ich im April oben bei Massen. Ich habe den probiert. Nee, anders. Da kam jemand, drückt hier, probier mal. Ich gerochen. Ich könnte Talisca. Ich war probiert. Boah, lecker ist der lecker. Und so, was ist denn da? Zehner Talisker, ich dachte, nee, doch. Und ich dachte, nee, echt. Und da war ich echt überrascht. Weil du ja Talisker normal gar nicht Ich mag den, der war lecker. Und ich habe mein Fleisch gekauft, muss man auch noch sagen. Und der war echt, ohne Witz, der war super. Der ist immer nur super. Den habe ich letztens nochmal probiert. Ich dachte, top. Ja. Es heißt ja nicht was Neues. Ist immer scheiße, das ist ja gar nicht. Aber oft wird da hingestellt. Das hat aber auch einen Grund, glaube ich. Weil einfach Leute haben ein bisschen getrunken, den fanden die super geil. Und im Laufe der Jahre, bis dann nochmal eine neue rauskommt, kommen sie nochmal probieren. Die haben den so gut in Erinnerung und sind dann enttäuscht und dann doch nicht mehr so gut, weil wir sie in Erinnerung haben. Gut. Hat aber nichts damit zu tun, dass der qualitativ besser schmeckt als der andere. Theoretisch müsstest du jeden Whisky, der neu rauskommt, immer blind verkosten. Ja. Mit jedem. Und dann, ganz ehrlich, ich glaube, dann würden ganz andere Meinungen entstehen. Was jetzt schon stimmt irgendwo, dass früher, sage ich mal, so in den 70er, 80er, die haben hochwertigere Fässer günstiger bekommen und deswegen gab es auch an Massenwhisky qualitativ besser als die heutige Masse. Das mag sein. Aber es wird ganz oft einfach nur gesagt, früher war besser, ohne wirklich verglichen zu haben. Genau. Es war besser, sagen wir mal, es war anders. Ja, aber das ist doch wie alles. Alles anders, aber alles entwickelt sich auch weiter. Mhm.
Ja? Ja, auch die Herstellung, die tun immer wieder neu experimentieren. Die Herstellung ist qualitativ hochwertiger als früher. Ja, weißt ja du, aber die Fässer halt. Sauber, die versuchen sauberer. Dann, ja, die haben ja. Das auch ist der Geschmack. Das ja ist das schon früher. Aber jeder versucht ja irgendwie nochmal einen draufzusetzen und dann kommt Marketing dabei und was weiß ich. Aber. Glaub doch nicht, dass wir schlechte Whiskys in den nächsten Jahren kriegen. Schlechte kriegen wir nicht. Glaube ich nicht. Es wird, wie eben einer geschrieben hat, klar werden wir überschwemmt, aber es werden immer wieder Dinger dabei sein, wo wir alle hier stehen und sagen, Alter, saugeil. Da bin ich von überzeugt. Ich habe halt ein bisschen Angst, wo ich jetzt habe, ist zum Beispiel, wo die jetzt halt über Signatory, das ist halt für mich momentan das Beispiel, die Whiskys sind, die sind okay, aber da denke ich mir, Der ist noch nicht so weit, weißt du, der, da fehlt noch. Für mich könnte der noch ein, zwei Jahre länger am Fass bleiben, denke ich, aber da hättest du aber mehr von, wie er statt Hauptsache raus, ja, okay, und das finde ich halt schade, dass du halt das muss sein. Es wird halt viele Whiskys geben, die halt so okay sind. Ja, aber es werden trotzdem auch immer Whiskys dabei sein, wo wir sagen, natürlich wird es Dritter geben. Genau. Ich meine, wie Artback jetzt den neuen 22er rausbringt. Ja, ist nämlich gerade die Frage gewesen, was meint ihr zum Artback 22? Und nicht raus. Den muss man probieren. Ja, ich würde ihn gerne probieren, weil so einen alten Artback, das ist schon eine Hausnummer, gell? Also, würde ich gerne probieren. Ich habe mal einen 76er Artback getrunken, muss ich ehrlich sagen, das war schon ein geiles Teil, ne? Ja, aber wie gesagt, ne, das ist auch alles. Aber wie ein 321 Sportler schreibt, der Alte hat 500 Euro gekostet. Ugedein tut es genauso. Und ich fand den Groove auch extrem gut. Beide, den Komitee Lies und der Groove. Ich muss wirklich sagen, ich war vom Groove war ich so weit von positiv überrascht, weil ich ja immer, ich bin so ein bisschen so gegen dieses Gehype und dieses extra, weil dann sich alle drauf stürmen, das Ding kostet 80 Euro und nachher kriegst du es halt bei eBay 300 und so. Da denke ich immer, das muss das sein. Aber ich habe den probiert und habe echt gedacht, mein lieber gesagt, also da haben sie sich aber diesmal... Bei mir hatten den damals so Schottland probiert, danach habe ich gesagt, den muss ich haben. Aber ganz immer mal ehrlich, wenn Artback was rausbringt, wird immer gehypt. Egal, was für ein Whisky von denen kommt, das ist halt einfach erstmal Hype. Was ich halt cool fand, war ja damals, als der Perpetuum rauskam, der ist geschossen, preislich, die haben den gekauft und nachher hast du den wieder für 80 Euro gekriegt, weil der nicht so nicht geschmeckt top hat. Der war wirklich nicht gut, da habe ich auch gesagt, Jungs, ihr seid alle... Das ist aber ein seltenes Beispiel von Artback, wo es um eine Box geht. Der Perpetuum war halt ein sehr gutes Beispiel. Artback war wirklich klasse. Der Schuss nach hinten, der Dark Cove war okay. Ich fand den ganz gut. Der war okay, aber der Groove. Ja. Der Groove war Der Kelpie war auch voll okay. Der Kelpie war auch okay. Kelpie stimmt. Auch, genau. Das habe ich gerade. Dark Cove, Kelpie, hör, dann kommt der durcheinander mit dem ganzen Zeug. Der war wirklich cool. Der Groove's Komitee war gut, ganz genau. Sportler, der war auch genial. Das war den wir in Schottland probiert haben und der war wirklich genial. Großkommi, genau. Der war nochmal eine gute Schippe obendrauf. Ja, das ist wie mit allem. Ich meine, das ist wie mit Lagerwulle, wenn sie die Jazz oder so, diese Abfüllungen machen. Ja. Die denken sich ja was bei den Abfüllungen. Ah, die würdet ihr auch weiterhin geben. Ich denke, die würdet auch uns 10 Jahre geben. Wenn nicht, dann gibt es was anderes. Irgendwas anderes. Das ist ja klar. Ich meine, sicher, dass das Rad dreht. Aber ich bin mal noch gespannt, was... Wenn jetzt wirklich diese neuen kommen, wie sag ich mal Port Ellen, ob die dann nochmal so an die alten Erfolge anknüpfen können oder ob die einfach mal was ganz Neues machen. Es wird eine andere Geschichte sein. Das ist so, weißt du, was so praktisch denkt. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich total, ich finde es nicht cool, dass Port Ellen nochmal aufmacht. Ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll. Dieses alte. Aber. Totgesagte leben länger, sagt man. Ja, dann muss ich aber. Weißt du, das fand ich immer schön. Weißt du, wenn du dann mal einen Port Ellen gefunden hast in der Bar oder in der Kneipe und hast den getrunken, das war was Besonderes. Wenn jetzt die Destille halt nochmal da ist, dann ist halt dieser. Dann ist immer noch ein alten Port Ellen, den du trinkst. Genau, aber nicht mehr so. Weißt du? Ja, einerseits gibt es recht, andererseits musst du aber überlegen, dass fast alle Disteln lange zu hatten und wieder aufgemacht haben. Ne? Ja. Ne? Und ist auch gut so, weil wirklich viele gute. Sonst gäbe es ja fast gar keine hier, außer aber die paar neuen. Port Ellen kann sich auch da komplett ein Knie schießen. Stell mal vor, die bringen auf einmal Dinger raus, wo jeder sagt, ne, die sind ja. Ja, aber die Vorräte gehen langsam zu Ende, das bringt denen nichts. Ja. Hast du mal die neuen Teelings probiert, wo jetzt rausgekommen sind, nachdem sie die jetzt an Ende kommen von ihren alten Dingern?
Ja, das ist. Nix. Das, ja. Hm. Das ist auch nicht das Goldene vom Ei, muss ich es leider mal sagen. Ne? Ja. Die haben ja damals, als er sich da weggegangen ist von der Destille, hat er sich wie viel Fässer mitgenommen von dem geilen Zeug. Ja. Ne? Die hat er jetzt soweit abgefüllt und ich war jetzt bei in Trier bei vom Fass. Ah ja, sehr schön. Bin ich, hat einen Urlaub gehabt, dann klaut er nicht da durch Trier, auf einmal vom Fass, oh, komm, geh mal rein. Ja. Und, war da auch die Frau? Ja. Die ist ganz nett. Ja, die hat auch Ahnung. Also die ist echt cool. Also kann ich echt empfehlen. Ich will nicht viel Werbung machen, aber in Trier gibt es vom Fass. Genau. Da könnt ihr euch Whiskys kaufen und ich finde das ein saugeiler Laden, weil da kann man wirklich alles probieren. Man kriegt eine gute Beratung und preislich finde ich auch noch okay. Ja. Und die haben noch den geilen Teeling, den 23er für 130 Euro eine Flasche, wo er normalerweise jetzt schon über 250 Euro bezahlen würde. Also wenn ihr den noch wollt haben, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe noch eine Pulle, das ist wirklich super Stoff, aber der ist gut. Und da war ich auch und dann, ja, das sind so die Restbestände, muss ich schon sagen. Und jetzt kam der neue da raus. Der ist nichts. Ey, das ist halt schade, weißt du so. Die Latte liegt dann hoch, ne? Dann fangen sie an, ihr Eigenzeug rauszubringen. Dann merkst du halt, die sind nicht alt genug in meinen Augen. Ne? Das ist dann so Hauptsache, so weg, raus, ja, müssen sie es bringen. Und oh, guck mal, der Wolfgang damals, der 3 Jahre, der war ja auch der Hit. War super. Ne? Hätte ich auch nie gedacht. Apropos Wolfgang. Moment, ich schreibe mal gerade. Oh. Nee, er hat das hier bei Vini. Petra fragt gerade, wo nochmal das Fass ist. War das beim Hauptmarkt irgendwo, gell? Beim Hauptmarkt links rüber. Nee, ganz noch einfacher erklärt, gegenüber von der Blauen Hand. Bisschen weit darüber. Da war früher ein Brille-Geschäft drin. Ja. Da ist die Blaue Hand so wieder Richtung Hauptmarkt, so 50 Meter auf der rechten Seite. Wolfgang. So. Was wolltest du jetzt? Timing verpasst. Nee, er war gerade beim Wolfgang dran, deswegen habe ich gerade fast das Thema Wolfgang, rein. Aber Wolfgang. Voll verpasst. Ja, Wolfgang. Ich habe gesagt, der erste Wolfgang, der 3-Jährige, war der Hit gewesen. Nee, aber wo wir Wolfgang sind, die haben jetzt auch einen neuen auf den Markt gepackt, den Langskip. Oder Längskip. Langskip. Längskip. Der soll zur Standardreihe dazugehören, so wie ich das mitgekriegt habe. Kam jetzt neu raus, 5 Jahre alt und 58 Volumenprozent soll er haben, habe ich gehört. Ja. Und werden wir auch auf jeden Fall definitiv hier reinholen, weil ich würde den gerne mal probieren. Und alles rein, was man gerne probieren würde. Deswegen haben wir übrigens die Bar gemacht. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was. Nicht damit wir die Wurfsendung machen, wir haben die Bar gemacht, damit wir einfach alles kaufen können, wo wir Bock drauf haben. Ah, das ist cool. Das war der Hintergedanke, nur so. Also, aber Wolfgang, wie viele haben die jetzt im Standard? 4 Stück oder sowas? Keine Ahnung, was noch? Ich hab den Aurora, dann den. Oh, ich bin nicht der Wolfgang-Typ. Ich kann die auch nicht alle. Dann der normale Henfield, der hat auch so. Henfield, Aurora, dann kam. Ich glaube, 4 Stück gibt es. Aber im Internet, die Jungs, wo gerade zuschauen, können uns bestimmt sagen, welche Wolfburns es gibt. Burnsons es gibt. Auf jeden Fall, aber am besten hat mir immer noch der erste Geschmack, weil einfach ich begeistert war von einem 3-jährigen Whisky, so eine Wucht war gut. Da war ich auch schwer. War ich echt begeistert von. Ja. Hallo Herr Hein, schönen guten Abend. Hallöchen. Stefan. Stefan, das ist mir eine Ehre. Stefan habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ja. Ich habe doch bald wieder Stammtisch. Ja. Sie sind immer noch nicht. Ja, da bin ich wahrscheinlich nicht. Ich bin dabei, Stefan. Ja, der Herr Kohl zieht es durch. Gnadenlos. Sehr schön. Ja, also wir haben noch News. Und wir haben so viel News. Wo war man? Sollen wir das erst? Nehmen wir hier. Auch wieder was Neues. Paul Winnie Doublewood, 25 Jahre. Sollen wir mal einen Ballwinnie trinken? Den können wir eigentlich jetzt mal. Wir haben eigentlich noch gar nichts hier. Genau. Und noch den 12er Doppelwut. Ich schreibe mal 12er Doppelwut. Finde ich übrigens alle, die, sage ich mal, ein relativ. Oh, hier ist es. Wir haben hier irgendwie. Ach, hier ist Mia. Alle, die einen sehr guten Whisky für einen kleinen Geldbeutel haben wollen, Ballwinnie Doublewood 12 Jahre. Ist echt zu empfehlen, ist eine super Bombe. Der ist zusätzlich also einmal im Bourbon und im Sherry-Fass gewesen und einfach super zu empfehlen. Genial, schön mild, kann man auch gerne mal der Dame deinem anbieten. Apfel ist lecker.
Wo hast du den eben hergehauen? Aus dem Treff 3000. Guter. Treff 3000. So. Ball Winning Double. Schalling, Schalang, Schalong. Plong, plong. Ja. Die Irmgard schaut zu. Hallo Irmgard. Ja. Und Slanja. Slanja. Zum Wohl. Zum Wohl, Herr Kohl, sage ich immer. Das, was Sie schreiben, das neckt sich. Mhm. Das leckt sich. Was ich neckt, das. Ja, ja. Mhm. Wir gucken Kinder zu, so, Prost. Ich hoffe, ne? Ich finde, das hier ist so wirklich ein Preis-Leistungs-Knaller, den man einfach mal daheim top sich hinstellen kann. Also wirklich top. Ich hätte den Apfel nicht essen sollen, der passt gerade nicht so. Ja, besser ein Apfel wie Pfeffer. Der hat aber, also ich habe halt jetzt einen Apfel gegessen und der hat jetzt extrem viel Eichefass. Oder denke ich schon mal. Okay. Ist das bei euch auch so? Ohne Apfel? Geht so. Leicht, eher so ein bisschen Mandel. Die Cherry kommt ganz leicht durch nur. Ich flippe jetzt relativ nicht süß. Ja, wenn du einen Apfel hast und dann Whisky drauf trinkst. Der alte war besser, ne? Genau, der alte war besser. Nee, also ich finde echt, ist er für gutes Geld. Ist er bitter oder nicht? Im ein bisschen im Abgang. Ja? Man hat eine leichte Bitterheit, ja. Aber jetzt nicht, negativ. Also es gibt ja, wie bei Springbank, das mag ich ja gar nicht, diese Bitterheit. Also muss ich ehrlich sagen, ich verstehe vieles, aber nicht, dass der Springbank nicht geschmeckt. Nee. Echt nicht. Ja gut, das ist wie beim Talisker. Einmal ist es geil, gell. Ja, ja, der ist ja gar nicht klar. Also der Zehner, der Zehnerspringer und der 12er Cast-Swinch, die finde ich super. Aber die in den 21er oder so, der haut mich nicht vom Sockel. Mich schon. Boah, doch, den 21er. Boah. Wow. Ich würde gerne nochmal probieren, aber mir hat ja das Thema schon mal, wo ich. Nee. Mhm. Seitdem gehe ich nie wieder da dran. Ich komme klar damit. Das ist der Hauptsache. Mhm. Sly Weber schaut zu. Servus. Und Stefan Fettes auch. Servus. Jungs. Also, ich würde sagen, wir haben noch News. Wir haben zwar News, aber ich würde sagen, in der Zeit darf der Thomas, Herr Thomas, Entschuldigung, mal was Schönes zeichnen, was mir zwei raten. Oh, oh geil. Ja? Das ist schön. Das ist okay. Oh, Spiele, Spiele. Spiele, Spaß und Spiele, Schokolade. Okay, sehr gut. Ich schreibe am besten auf Rechnung. So, weil ich blende das hier mal aus, schlecht. Alles so, zack. Bam. Was ist das hier denn? So, jetzt wird gespielt bei Wurf. Wir. Zu News. Ja. Thomas malt was Schönes und Tom und ich müssen da raten. Ja. Aber eigentlich muss die Community dir raten. Ne? Ja, gib mal her, ich muss mich mal hinsetzen. Ja, ich will auch raten. Genau, wir raten auch, aber ja. wir verraten es vielleicht nicht. Wenn wir es wissen. Nee, wir versuchen zu. Mach was Schweres, wir erraten das und die Community hilft uns. Genau, die Community hilft uns. Genau. Ihr müsst uns helfen. Zwischendurch einmal hier habe ich nämlich Gordon McPhail, Connoisseur Joyce. Choice. Connoisseur Choice. Ich kann es nicht aussprechen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war Lehrge, aber die feiern ihren schönen runden Geburtstag und deswegen bringen die als nächstes aus der Reihe von College to Choice nur noch 25, nur noch 30-jährige Abhüllungen erstmal raus. Ja. Also richtige Knaller, wo da auf den Markt kommen. Und, das ist ja noch nicht sicher. Nur weil 30-Jährige sind, heißt das ja nicht, dass das nur Knaller sind. Ja, aber wahrscheinlich alles nur Knallerpreise. Knallerpreise, da gehe ich. Nee, aber da bin ich mal gespannt, was die jetzt da losschießen. Wie gesagt, die haben ja verschiedenste Reihe, aber da gerade diese exklusive Reihe von denen ihren runden Geburtstag feiern, schießen die mal gut was raus.
Dahin wird gelacht. Ich bin gespannt, was da rumgerätselt wird gleich. Der ist bestellt. Der ist am Malen. Nee, ich bin am Suchen und dann geht es rum. Am Suchen? Was suchst du denn? Ich bin gespannt. Diese Meise, der schmeckt klasse. Hacke soll Whisky Cola. Ja. Hacke also. Soll Whisky Cola. Ich Whisky Cola. Was? Was soll ich? Whisky mit Cola? Nee, trink ich nicht. Lol. Ah, das war mir. Ah ja, okay. Aber wird immer doppelt gepostet. Aber bei Twitch auch. Ja. Bei Twitch, glaube ich, ist noch kein Mensch da, oder? Also, du sollst Whisky Cola. Ah doch, bei Twitch schauen anscheinend auch zwei Leute zu. Ist irgendeiner Wahnsinn. Bei Twitch hier, der uns zuschaut. Hallo Twitcher. Hallo Twitch. Freut mich, dass ihr uns kennenlernt. Ah ja. Guten Abend, jawohl. Ein Hongi schaut zu. Hi Hongi. Die haben wirklich immer die besten Namen. Ja, ja. Twitcher sind, die sind einfach krass von den Namen. Wir hatten ja einen Abend hier, da war es wirklich krass. Das war extrem, Das war wirklich, da waren wirklich viele Twitcher da und da war ein Name beschissener wie der andere. Hongi finde ich noch cool, muss ich sagen. Aber da war ja, ich weiß gar nicht, was für Namen da waren. Wir wollen nicht drüber reden, gell. Aber das war echt seltsam. Ich habe da was für euch. Oh, der Herr Thomas hat gemalt. Aber ich bin mal gespannt. Was? Ich halte erst in die Kamera. Wir haben sogar eine extra Kamera. Ja, nur für solche Dinge. Warte mal, wir haben sogar... Wo ist denn unser Halter? Alter Verhalter. Egal. Gib mir mal her. Warte, ich glaube hier. Nein. Tom hat einen Halter. Ein Halter? Aber nee. Mach mal, wo ist denn unser Halter? Jetzt mal. Was habt ihr denn? Jetzt auch mal echt. Alter Verwalter, wo ist der Verwalter? Kann doch nicht sein. So. Was war denn das? Ich gehe auf die Suche. War das eine Pille oder war das eine Klammer? Mach mal gerade hier. Warte mal. Oh, nein. Nein, so Ladekabel. Ein Halter war das. Komm mal, Tesafilm mal hier. Hast du? Ah. Genau. Entschuldigung. So, Klemmer rein. Ich bin das ja so gewohnt. Oh, da ist ja sehr kreativ. Nee, musst du schon andersrum machen. Wieso? Ja, dann musst du schon richtig. Ach, das war falsch rum. Ach so, ja, ich weiß ja nicht, was du gemalt hast. So, was? So. Oh Gott, was ist das denn? Mal gucken, ob er da drauf kommt. Okay, ich schalte jetzt erstmal um. Okay, hat aber mit Whisky zu tun, ja? Hat mit Whisky zu tun. Also es sind zwei Zeichen. Artback. Und ich sag bei dem. Würde ich jetzt sagen. Was sagst du? Das ging schnell. Warum? Wegen dem Berg. Ja, aber was ist. ARD-Berg. Ja. Jawohl! 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 Artback! Ja! Was? Das ist nicht schlecht. Ah, da war jetzt der. Okay. Ob das noch einer machen. Okay, aber der war schon schön, oder? Der war schon schön. Oh, der war gut. Ich hab doch den ARD. Mal gucken, mal mit der Hand. Nicht schlecht, der Specht. Ja. Du siehst schon, du hast es hier mit Profis zu tun. Gut. Du musst schon mit so was kommen wie Condition Choice. Nee, das jetzt nicht, aber. Es ist schwierig, was zu finden, wo du auch malen kannst. Er braucht kein Fußballen zu machen, da redet er richtig. Das hatten wir, ich glaube, bei der ersten Show. Bei der ersten Show hatten wir Wolfburn, ja, oder Springbank. Da malst du einfach einen Wolf mit einem Feuer und dann weißt du Wolfburn. Nee, er hat aber dann gehockt und der Bammler hat da reingehockt, hat er den gewusst. XY. Birgit, hey. Aber ich hätte auch gerne gewusst, ob die da draußen... Wir müssen denen erst mal 10 Minuten geben, glaube ich. 5 Minuten geben beim nächsten. Dass die auch mal eine Chance haben irgendwie, weil wir sind ja so gut. Ja, also beim nächsten machen wir das wirklich so. Dann rate Profis. Vor allem halte ich mich erstmal zurück. Ich mache jetzt nochmal so... Aber mit dem ARD wusstest du auch. Nee, wusste ich nicht. Aber okay. Ich habe nur den Berg gesehen und habe gesagt, Berg, Artback. Ja. Weil ich habe früher immer, als ich noch gar keinen Plan hatte, habe ich immer gesagt, Artberg gesagt. Ja. Ich habe immer gesagt, ich will jetzt noch einen Artberg trinken. Artberg 10. Artberg Ugerdeil. Ein Artberg Ügedül. Ugerdeil. Ja, ja gut, schön. Aber wenn du... Tiki ist da. Moin. Moin zurück. Tiki, hey, servus. Aber wenn du halt echt keine Ahnung hast, wie die Dinge ausgesprochen werden. Und Xi Birgit.
Ja, habe ich schon Hallo gesagt. Achso, ich auch. Hier irgendwie habe ich auch Hallo. Ja. Hallo. Ja. So. So, mir zwei ein Trinken während der Mahl? Ja, ja, generell bin ich... Solange ich jetzt Weizen, können wir auch was Teures holen, oder? Springwell. Ja, nee, ich würde gerne mal nochmal... Das ist mir schon... Oh, hatten wir den nicht in der letzten Sendung erst? Deswegen will ich den hier nicht so eine Weile an. Fokus zu Start. Aber, weil ich könnte jetzt langsam mal in den Rauch übergehen. Das ist tatsächlich mal eine gute Idee. Ja. Und zwar... Komm, lass mich. Geil. Wir gehen ja schon wieder Richtung Ende, deswegen so. Den haben wir schon ewig nicht mehr getrunken. Da ist auch leider nicht mehr viel drin. Der ist aber dann leer. Aber der Benreal. Benriach. Benriach. Soulstyle. So. Soulstyle. Ja, ich hab jetzt noch ja, einen. Geh nochmal an den Tisch, wir trinken erstmal ein bisschen. Nee, draußen, die dürfen ja auch erstmal raten und wir gucken einfach nicht. Ja, genau. Wir gucken jetzt erstmal gar nicht drauf. Genau. Aber noch nicht schreiben. Die noch nicht schreiben. Also sollen. Ja, das, mir sogar ratet, wenn er das hinkriegt, sei er gut. Wenn nicht, sei er schlecht. Gut. Nee, aber. Das Problem ist. Du weißt gar nicht, wer alles da draußen ist. Ich weiß es denn nicht. Jetzt, oh, du darfst doch noch nicht. Ich weiß es schon. Ich hab drauf. Du darfst doch noch. Nicht. Hör mal, ich. Oh, einer. Oh, wie gemein. Nee, ich weiß es nicht. Ich hab einfach gesagt, ich wüsste. Hast du mir das Kunstwerk geklaut? Wir blenden euch jetzt ein Rätsel ein. Hat mit einem, natürlich mit Whisky zu tun. Thomas hat es gemalt. Und der andere Thomas weiß es schon. Soll ich aufschreiben? Lege ich da hin? Ich denke auch, dass ich es weiß. Aber ist ja okay. Pass mal auf, ich schreibe es auf, lege es da hin. Okay. Sonst heißt nachher wieder, ich hätte es nicht gewusst. Ab jetzt gilt's. Wo ist denn hier ein Kugelschreiber? So. Hier hat einer direkt geschrieben, der Mantel ist. So. Nee, ist nicht? Nee. Ich weiß es aber. Oh, ich habe gerade Bier mit Limo getrunken. So, ich leg den Zettel schon mal dahin. Willst du, wenn du da weißt? Nee, warte. Das schimmert da durch, musst du drauflegen. So. Nö. Ich hab gerade keinen Bock. Kann das noch trinken? Ja, bitteschön. Du kannst aber gerne mal hier dabei kommen, weil du. Ja, mach dir mal gerade. Das ist nicht. Also jetzt generell Boutique-Abfüllung. Abfüllung. Also ich würde. Ist das eine Tasche oder ist das vielleicht ein Rucksack? Nee, ich weiß, was das ist. Das sieht man ja, aber da kennt man wirklich. Das hat nämlich gut gezeichnet, muss ich sagen. Hat er gut gezeichnet? Ja, hat ihn gut gezeichnet. Wenn ich also rechts, sag's direkt. Ah ja, stimmt. Also rechts ist auf jeden Fall ein Schmetterling. Ein Schmetterling oder ein Insekt. Mhm. Genau. So, Schmetterling. Was heißt Schmetterling in Englisch? Butterfly. Butterfly-Effekt. Ne, Butterfly. Kommst du am Mittrinken? Mach dir mal. Wieso mach dir mal? Ich komm. Du kommst. Oh. Also, war wieder eine sehr gute Idee. Und der 1-3-2-1 Sportler war auch sehr gut. Ich fand die Idee gut und ich fand das Rätsel auch gut. Und ich bin fest überzeugt, das zu wissen. Mhm. Jawohl. Das könnte doch schon sein. Butterfliege. Teeling. Jawohl. Bernd VNB hat es. Bernd VNB. Laut. Guck mal, was habe ich hier drauf stehen? Teeling. Okay. Habe ich hier drauf auf meinem Zettelchen stehen. Jawohl. Jawohl, sehr gut. Siehst du? Super. Aber, weil Tee und Schmetterling. Ling, okay. Tee. Ah, mit Tee bin ich nicht. Ja, ich habe ja wirklich. Doch, den Tee habe ich direkt erkannt. War gut. Das Problem ist halt wirklich. Sollen wir jetzt Tomate raten? Ja, jetzt dürft ihr auch raten. Sehr gut. So, Slanja da draußen. Slanja. Ja. So. Prost. Wir haben noch ein News, da sind wir ja schon fast wieder am Ende für heute, ne? Kann sein, wie viel Uhr haben wir denn? Ja. 9 Uhr? Ja. Mhm. Aber die eine News schießen wir euch noch raus. Warte mal, hier haben wir, den hatten wir schon. Hatten wir. Das ist nur noch hier. Nee, warte, den hatten wir noch nicht. Den hatten wir nicht. Und was ist hier? Ah, da wollte ich gar nicht, was das ist. Gehört zusammen. Ja, okay. Dann, Ankunft dann, der Stills der Langdistillerie. Genau. So, wer weiß denn da was? Also da bin ich total raus. Lack ist die neue Distillery von Aaron.
Die soll, ein bisschen, soll alles ein bisschen rauchiger werden. Oder nur Rauch, ich weiß gar nicht. Das soll der rauchige Teil von Aaron. Der rauchige Teil, genau. Und die so wie es vorher bei Mashrimore war, soll halt eben die Leck Distillerie die rauchige Teil von Aaron ersetzen. Genau. Und die Distillerie ist neu aufgebaut, ganz neu. Und die Stills sind jetzt an. Jetzt kann es losgehen. Jetzt geht langsam. Die werden gerade installiert wahrscheinlich. Während wir hier genüsslich werden nichts mal, weil sie Feierabend haben, aber morgen geht weiter. Und dann holt dann neue Sachen raus. Finde ich super lecker. Aber wo wir jetzt gerade bei Aaron sind, ja. Haben wir eben vom Kumpel erfahren, der hier war. Aaron hat einen Gedichtwettbewerb gestartet. Mhm. Über was soll denn da gedichtet werden? Weißt ich denke mal, über das ist überhaupt ein Gedicht, was mit Aaron oder Whisky zu tun hat oder sowas. Und das wird dann, glaube ich, bei der Einweihung vorgetragen, irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass auch das Gedicht auf die nächste Flasche dann, auf irgendeine besondere das Flasche natürlich könnt ihr, abgedruckt. Könnt ihr euch noch an, vor 2 Jahren hat Lafroig so eine Aktion gemacht, so ein Gewinnspiel. Und dann solltest du in 3-4 Wörtern einfach Lafroig beschreiben für dich. Ja. Und dann haben die besten Sprüche genommen und ihr habt ein Foto an gemacht, an die Wand geklebt. Genau, das war auch genau. So ein Event gewesen. Finde ich cool. Ja, warum nicht? Ich finde schön, wenn Distillen irgendwie die ganzen User mit einbeziehen und dann auch versuchen, einfach Community zu bilden. Du bildest ja in dem Moment, wie bei uns, mit Wuff ist halt einfach eine Community, wo wir haben, guck mal, Bernd V&B, die Jungs aus dem Saarland, wir hatten Sommerfest und die waren hier. 3-2-1. Genau, und das ist einfach dann Community. Das ist schön. Wir müssen halt irgendwann mal auch zu denen auf den Stammtisch fahren. Ja. Ja gut, dann gibt es Schlimmeres, würde ich sagen. Da freue ich mich halt schon drauf, weißt du? Aber warum sollen die Distillen das nicht genauso machen? Die versuchen ja nur, Leute damit auch ein bisschen zu binden. Nee, die wollen auch ein geiles Gedicht haben. Und ein geiles Gedicht. Die haben eine Win-Win-Situation. Ja, ja klar, und wenn sie dann auf die Flasche drucken, und dann ist dann noch von dem natürlich. Genau, ein schönes Leck. Leck mich am Arsch. Marco Bade ist gerade online gekommen, der kann Hallöchen. Von Leck kann er bestimmt ganz viel schreiben. Ja. Weil er immer in die Leck mal. Leck mal. Genau. Gut. So. Dann würde ich sagen. Sind wir durch schon? Wir sind durch. Oh Mann. Ja. Der Abend ist gelaufen. Wir haben noch nichts gesaufen. Oder? Ja. Ich bin echt begeistert, wie viele Leute bei YouTube und Twitch ständig online waren, trotz Champions League heute Abend. Ja. Ist echt Fußball. Hat ja, gut, Fußball. Ich mich dafür nicht interessiert. Ja, gut. Aber egal, aber danke. Normalerweise haben wir. Wie ist der beste Club auf der Welt? Die FC Bayern. FC Bayern. Der Gaute, der Bruder, ne? So, ich blende hier mal nochmal aus. So. Ja. So. Ja, alle, wo jetzt erst eingeschaltet haben, tut uns leid. Günther ist übrigens auch da. Günther, moin. Aber ihr könnt ja nochmal von vorne gucken einfach. Ja. Daniel ist dabei, Herr Skopp, guten Abend. Hallo. Jonas Breit hat zugeschaut und Marco Barth hat vor kurzem erst eingeschaltet. Gut, das ist nicht unser Problem, wenn er jetzt erst einschaltet. In dem Sinne wünschen wir euch schon einen sauschönen Abend. Ja. Und trinkt doch rein, habt noch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen von euch lernen. Ja, in dem Sinne. Hongi ist noch Follow. Danke Hongi für den Follow. Wir sehen uns in 2 Wochen. Die Termine findet ihr auf der Facebook-Seite von uns. Sucht nach Whisky unter Freunden. Ja, und wir haben Tastings online. Tastings. Und es sind noch Plätze frei. Genau, tatsächlich. Ja. 29. September ist das Tasting Whisky Trail. Und am 13. Oktober würden wir uns freuen, wenn noch ein paar Anfänger Bock hätten, am Beginner-Tasting teilzunehmen. Geht auf unsere Homepage, da findet ihr unter alle Tasting Infos, alle Infos. Genau. Meldet euch an, wir freuen uns auf euch. Ja, schön. In diesem Sinne. Schöne Werbung gemacht. Zum Wohl, Herr Kohl. Zum Wohl. Meine Dude. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Zum Wohl, Herr Kohl. Im Moment. Das ist so ein bisschen. In diesem Sinne. Schöne Werbung. Zum Wohl, Herr Kohl. Zum Wohl, Herr Kohl. Meine Dude. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Zum Wohl, Herr Kohl.